Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zurück zu einem neuen und weiteren Angezockt-Testvideo. Und das muss ich zugeben zu einer sehr späten Stunde. Aber heute wurde etwas angekündigt, beziehungsweise für euch gestern, und zwar Apex Legends. Und ja, ich will nicht lange fackeln, wir gehen direkt rein. Für alle, die neu auf meinem Kanal sind, die Angezockt-Testvideos, da mache ich immer so, ja, so kleine blinde Testvideos, das bedeutet, ich spiele das zum ersten Mal und meistens sind das Spiele, die für euch kostenlos sind oder halt als Demos zur Verfügung sind, wo ihr euch nicht sicher seid, lade ich mir jetzt Müll runter oder nicht. Ich habe so schlechtes Internet und für alle die ist das Video, wir schauen uns die erste halbe Stunde an, manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal mache ich auch sogar zwei Angezockt-Testvideos, je nachdem wie hoch der Umfang natürlich ist. Ja, Apex Legends, was ist das Ganze? Das ist ein Battle Royale Spiel, natürlich, was denn auch sonst heutzutage, von den Titanfall-Machern, ja, von heute auf morgen angekündigt und mal direkt rausgehauen. Und das Ganze, ja, mit Fähigkeiten. Also man hat hier so ein bisschen wie bei Overwatch, hat man eine Gruppe, wo man sich eine Person raussuchen kann und die haben bestimmte Fähigkeiten. Dazu weiß ich, dass Apex Legends, ja, sorry Leute, ist schon spät, dass Apex Legends, jeder Fähigkeiten hat und dass man in einem Dreierteam normalerweise unterwegs ist. Deswegen sehen wir hier links und rechts. Ja, da fehlt ein Freund, denn meine Freunde, ja, die sind alle schlafen oder ich habe keine Freunde, ich weiß es nicht. Ja, ich werde das heute also alleine testen. Gucken, ob es denn auch alleine funktioniert oder mit random Leuten. Aber für euch da draußen natürlich, Leute, natürlich dann eure besten Freunde schnappen und ab geht's. Das Ganze ist free to play, da kann man es doch mal probieren. Wir zocken das auf der Xbox One X und als erstes schauen wir uns das Menü an. Wir gehen mal direkt hier auf Einstellungen. Ich guck mal ganz kurz von der Audio. Ich war vorhin mal ganz kurz drin, also so ganz blind ist es nicht. Also keine Sorge, ich habe noch nicht gespielt, aber ich wollte schon mal die Audio so ein bisschen einstellen, dass das für euch nicht zu laut wird, dass man mich noch einigermaßen hören kann, aber ich weiß nicht, ob es was wird, weil mein Aufnahmeprogramm hat heute ein Update bekommen, das hat eine komplett neue Oberfläche und jetzt weiß ich nicht, ob man mich überhaupt hört oder nicht, also das wird noch ganz interessant. So, wir sind hier bei Legende, quasi die Helden, und da sehen wir schon die, die wir frei haben, zwei sind noch zu, die könnt ihr freispielen oder natürlich auch mit Echtgeld kaufen. Ja, Echtgeld. Freunde, es ist ein kostenloses Spiel. Natürlich wollen die auch ein bisschen Geld reinholen. Aber es wurde wohl schon gesagt, das soll wohl alles sehr fair sein. Man kann sie so oder so erspielen. Die sind auch nicht overpowered. Dass man jetzt denkt, okay, wenn der jetzt freigekauft wird, dann ist der geiler als alle anderen. So ist es nicht. Ja, also von daher. Und wenn wir mal ganz kurz gucken, das hier wäre ideal für den Vogelmann. Oh, Vogelmann, guck mal, das wäre was für dich. Schade, dass du jetzt nicht da bist. So, und dann gehen wir mal drauf. Und das wären die Fähigkeiten, ja. Man könnte euch mal einfach mal durchlesen und durchklickern. Ich lasse mich da voll und ganz überraschen. Und das wird dann im Laufe der Zeit, die Zeit wird zeigen, für was man sich selber am liebsten sieht. Hier sieht man auch nochmal so die Waffen, die Sturmgewehre. Die kann man hier auch dann ausrüsten. Und ihr seht schon, Sturmgewehre. Guckt euch das an, Alter. Alter, ist schon ordentlich, oder? Also das ist schon, Alter, Freunde, da könnt ihr jetzt nichts sagen. Also da ist schon ordentlich was da. Und das ist, aha. Das ist ja Wahnsinn, ne? Also die Waffenauswahl ist ja gigantisch. Ach du heiliges Kanonenrohr. Ach du heiliges. Und natürlich wäre es natürlich ganz schön, dass, darum bitte ich immer unter den Angezockt-Testvideos, wenn ihr selber schon gespielt habt, dann gerne eure Erfahrungen mit in die Kommentare rein, damit dann halt die Leute, die das Video sehen, auch aus den Kommentaren erkennen können, Mensch, ist das was oder nicht? Ja, also das sieht schon ganz gut aus. Ich bin jetzt nur ein bisschen neugierig. Ich würde sagen, wir starten mal zum ersten Training. Ja, wir wissen, wie Battle Royale geht. Aber vielleicht hat ja das Training irgendeine besondere Eigenart oder weiß ich nicht. Vielleicht werden uns dann nochmal die Fähigkeiten ans Herz gelegt. Müssen wir einfach mal gucken. Und dann bin ich ja gespannt. Finden wir schnell eine Lobby? Ich würde mal fast vermuten, ja. Denn ich habe auch zum Runterladen sehr lange gebraucht. Und so, das Ganze aus der Eco-Perspektive. I am Bloodhunter. You can call me Bloodhound. Let us begin with basic movement. Complete the checklist on your HUD. Okay, und dann springen. Und ducken können wir auch noch. Ach, rutschen, guck mal, rutschen wie bei Titanfall. Oh, herrlich. Ja, nice. Einmal rutschen. Geil. Ach so, ducken soll ich mich. Ja, gut. Follow me. Sliding down hills increases speed. Und die Map übrigens, ja,
Die erinnert natürlich total an Titanfall, wo hier sind ganz viele, also die ist wieder so unterteilt. Ich lasse mal nebenbei ein bisschen quatschen. Versorgungsbehälter öffnen. Ja, die Map ist so ein bisschen unterteilt wie bei, sagt schon. Jetzt komme ich gerade nicht aufs Spiel drauf. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, Granaten wechseln kann ich hier. Mit RT kann ich Granaten werfen. Zeig mal her, ja. Aber die Grafik macht einen hübschen, ne? Also für einen Free-to-Play-Titel. Gesundheit benutzen, nach oben drücken. Aha. Habe ich hier gerade die Heilerin, ja? In den Modus hier. Und halten für Explosionswaffe. Inside the supply bin, you will find a weapon and ammo. Arm yourself. Okay, machen wir auch mal auf hier. So, dann finden wir mal noch hier Fortnite. Das, sorry, Leute. Slaughter as many targets as you wish. Yeah. Das hört sich sehr gut an. Knackiger Sound, wie man es von Titanfall gewohnt ist. Grab a second weapon. The field is full of choices. The second weapon. Okay, machen wir mal. Eine zweite Waffe. Oh, was haben wir denn hier für Schönes? Ich würde gerne mal eine Sniper haben. Haben wir hier was Sniper-mäßiges? Nee. Dann nehmen wir die, ja. Gut. Erstmal wieder an die Sensibilität gewöhnen hier. Wie sieht's mit den Zielen da hinten aus? Oh, das wird schon passen. Waffe wechseln. Und halten für Waffe austauschen. Ja, das kriegt man ja noch hin. So. A powerful key to becoming an Apex Legend is communication with your brethren. You can ping different locations, objects and enemies depending on where you are looking. Follow the checklist to cycle through your pings. Okay. RB-Position bingen. Ah, das ist aber nice, dass man das machen kann. Das finde ich schon mal gut. Weil das ist, Ganze ist natürlich sehr teambasiert. Gerade wegen den Fähigkeiten. So, dann was? RB für doppelt feindliche Position. Machen wir mal. Aha. Und dann bleibt er auch erstmal markiert wahrscheinlich. Waffe pingen. Achso, Waffe pingen. Ja, logisch. Hier. Munition pingen können wir auch. Und halten für Ping-Menü benutzen. Machen wir nochmal. Hier war jemand. Ah, wie nice. Ich muss sagen, ich bin schon angetan. So. Da hinten soll man reden mit Y. Ja, Waffe wegstecken, damit wir schneller sind, logischerweise. Klettern klappt auch noch. Klappt es denn auch? Das will ich noch schnell testen. Klappt hier noch Wallrun? Aber ich habe hier gerade keine Wand, ne? Ne, das reicht nicht. Die Texte hätte man ein bisschen größer machen können. Aber so, so ein Hauch von etwas. But don't worry, with skill, everyone can have the chance to be revived. Just approach your dummy and hold the prompt button on your HUD to revive them. Mach mal. Okay, das funktioniert. Ja klar, gut, die ist ja die Heilerin. Warum sollte sie es nicht können? Welcome back, dummy. Now here's a good thing to know. Each one of us has a unique tactical ability. You are Lifeline, and you have a health drone that distributes health to anyone next to it. Give it a try and heal your friend. Just hit the tactical button on your HUD. Ich habe das jetzt einfach mal schon gedrückt gehabt, aber hat ja super gepasst. Ah, wie cool, ne? Es sieht auch gut aus. Ich kann euch leider nicht sagen, auf welche Auflösung das Ganze läuft. Ich vermute jetzt mal auf der Xbox One X, in diesem Fall im 4K. Also sieht zumindest scharf aus. Hat aber keine HDR-Unterstützung. Also so viel schon mal zur Info. Great. You can use that banner to bring back your friend through any active respawn beacon. Approach the respawn beacon and, when prompted, hold for activation. Be careful. It takes some time to contact the dropship. You could get shot. That wouldn't be good. Mach ich mal, mach ich mal. So. Here they come.
So, dann gehen wir mal dahinter. Oder? Nicht? Was? Wohin? Ah. Welcome back, dummy. Here's another thing. Like our tactical abilities, each of us has an ultimate ability to use when it's ready. As um die ultimative Fähigkeit freizusetzen, gerne. Machen wir mal. Ja, wo haben wir denn das hin? Hier hin? Wo muss es denn hin? Gerade eben war was blau gewesen, ne? Kann das sein? Wo muss ich denn? Da unten. So, bitte. Ah, das erinnert so ein bisschen an Titanfall, ne? Wenn da das Ding runterkommt. Ah, ist ja schon eine nice Fähigkeit von ihr eigentlich. Trainingsende. Ach, das war schon. Ach, Tatsache. Ja gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, da geht es noch ein bisschen weiter ins Detail, aber ist ja auch nicht schlimm. Was wollen wir jetzt hier so lange rumsuppeln? Aber ich hätte mal gerne noch geguckt, ob man hier auf der, an der Wand langlaufen kann. Wie man das von Titanfall gewohnt ist. Aber das werden wir gleich im Spiel ausprobieren. Hat das Spiel denn Erfolge? Interessiert ja auch den einen oder anderen. Ja, es hat Erfolge. Schaut mal an. 12 Stück gibt es an der Zahl. So, und übrigens, die Karte wird auch geupdatet. Ich glaube, alle 3 Monate, haben sie gesagt, soll es neue Inhalte jeweils immer für das Spiel geben. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt brauchen wir mal eine Figur für unsere allererste Runde hier zum Testen. Ich mag ja fast den Roboter da. Der sieht irgendwie ganz sympathisch aus. Was hast du denn für Fähigkeiten? Zeig mal her. Überwachung. Scanne einen Überwachungssender, um die nächste Position des Rings anzuzeigen. Okay. Was ja auch schon mal ein guter taktischer Vorgang ist. Kletterhaken, mit denen du dich schnell zurückziehen kannst, und eine Seilrutsche. Platziere eine für verwendbar für... Achso, für alle. Okay. Ja, klingt ganz nett. Vogelmann wird den nehmen, das weiß ich hundertprozentig. Sollte ich lieber eine Eule nehmen? Dann kann es sein, dass mehr Frauen als Männer hier unterwegs sind? Was da schon wieder los hier? Mensch. Was ist mit ihr hier? Donnergroller fordert einen Artillerieschlag an, der langsam über das Land... Ah ja, komm, das klingt doch schon gut. Laufschritt. Wirst du während eines Sprints beschossen, läufst du für kurze Zeit schneller. Okay. Und Rauchwerfer. Führe einen Rauchbehälter ab, der beim Aufprall eine Rauchwand erzeugt. Ja, ich finde, das klingt jetzt schon mal gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Was ist das hier? Ach so, das sind dann Outfits, die man dann freispielen kann. Den Charakter kann ich den drehen? Anscheinend nicht. Schade eigentlich. Warum kann ich den nicht drehen, um mich das Ganze von hinten anzugucken? Aber gut. Hammers, Abzeichen. Natürlich gibt es auch jede Menge Bemerkungen. Hammer auch jede Menge zum Freispielen. Und Finisher gibt es hier nämlich auch, wenn man einen Gnadenstoß macht. Und das sieht man ja auch schon. Da wird es dann wahrscheinlich auch noch mehr geben. Also ihr seht schon, das ganze Ding ist voll mit Inhalten. Die man natürlich auch kaufen kann. Aber ich finde es ganz cool irgendwie bis jetzt. Irgendwie... Ja, ne, jetzt kommt drauf an. Jetzt kommt erstmal drauf an. Wir gehen jetzt erstmal ins Gameplay rein. Ja. Und das ist ja auch, das soll es ja auch sein von Angezockt-Test, dass wir uns einfach erstmal alles ganz in Ruhe anschauen. Uns das mal einfach überkommen lassen und gucken, ob das was ist oder nicht. Ne? Und ich bin gespannt. Finde ich denn jetzt alleine überhaupt was? Ich bin ja nun komplett alleine. Keine Freunde. Nee, niemand da. Weil da unten ist was über Freunde-Menü. Oh, und schon hat er was gefunden. Ja. Also, was ich jetzt nochmal sagen wollte, das hatte ich ja vorhin unterbrochen. Also, die Karte erinnert von der Aufteilung so ein bisschen an Fortnite, so unterschiedliche Gebiete. Und hier sieht man irgendwie ganz stark die Einflüsse von den Titanfall-Maps. Ne? Also, gerade von Titanfall 1 sind mir so 2, 3 Gebiete aufgefallen, was ich so im Gameplay im Trailer gesehen habe. Das sieht mir schon nach bekannten Multiplayer-Maps aus und so richtig schön zusammengeschweißt. Also, das fand ich ganz gut. So, die 2 haben Headset. Die fungieren. Ach, jetzt kann ich nochmal ausruhen, oder was? If you are with me,
Ach nee, jetzt werden nochmal alle angezeigt oder was? Einfach nur so. Legenden-Details umschalten. Ach nee, jetzt muss ich aussuchen. Okay. Na gut, dann hätte ich ja vorher gar nicht aussuchen müssen. Das ist unser Team also. Ah, wir haben schon mal eine Heilerin drin. Und ja, der Vogelmann wurde hier erlöst von dem Boy. So, 500 EP Champion Killer Bonus, okay. Ah, jetzt macht's mal nicht so spannend. RB mit Ping. Haben wir eine Karte? Haben wir. Also kennen wir hier auch. Irgendwo was markiert. Sind die jetzt rausgesprungen? Ich weiß es nicht. Wo ist jetzt mein Team? Sind die jetzt raus? Guck mal, die fliegen da schön zusammen. Anscheinend fliegen wir alle zusammen. Ach, ich kann für alle bestimmen. Ach so. Ach, wie geil. Das finde ich ja schon mal ganz gut. Halten für freien Blick, LT. Aha. Ja gut, dann hätte ich ja gar nicht das so markieren müssen. Ja gut, dann hauen wir mal direkt hier in die Mitte in die Kacke rein. Oh, warum teilt er sich weg? Aber wir werden schauen. So, und jetzt heißt es klassisch wie in jedem Battle Royale Spiel natürlich erstmal looten, 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 looten. Erstmal eine Granate in der Hand. Und bei Titanfall, wer es vielleicht gesehen hat auf meinem Kanal, da war ich ja eigentlich nie so wirklich schlecht gewesen, was das Gunplay betrifft. Ich hoffe, dass ich diesen Satz jetzt nicht bereuen werde. So, ich nehme lieber die hier. So. Und jetzt bin ich gespannt. Wie schnell treffen wir auf Feinde? Wie gut sind wir? Und komme ich mit diesen ganzen Fähigkeiten klar? Das ist ja erstmal so. Muss man ja erstmal schauen, wie, was, wo. Round one. Beginning ring countdown. Ah ja, das ist schon alles gelootet. Oh, das ist eine Rüstung. Brauchst du nicht? Dann nehme ich die. Das nehmen wir auch noch mit. So, die laufen alle schon da, oder die zwei laufen da vorne. Ja, Grafik, finde ich, geht das voll in Ordnung. Guckt euch das mal an, für einen Free-to-Play-Titel, Freunde. Ah, bitte. Ja, kann man doch nicht meckern, oder was? So, rutschen. Klappt. An der Wand rennen. Okay, hier nicht. So, das ist die normale Weise, die ich jetzt gerade schon habe, ne? So, habe ich mal einfach mal gepinkt. Ich finde es auch nochmal nett, dass es nochmal dasteht mit dem Ping. Dass man das ja nicht vergisst, auch wirklich zu markieren. Ja, ich glaube, das macht im Multiplayer schon Spaß. Ich kann mir das schon vorstellen, mit Vogelmann hier wieder rumzuziehen. Oh, der tauscht noch fleißig. Was habe ich denn für eine Waffe? Okay, so eine. Gut. Und dann haben wir hier noch die Pistole, vielleicht nochmal wechseln gegen etwas eine, ja, die ein bisschen Dauerfeuer macht. So, ich muss mal die Karte öffnen. Ach, wir sind drin im Gebiet. Oder warte mal, ich mach mal hier hinten den Ping. So. Was haben wir denn hier? Ach, das ist wieder so ein Hilfsroboter, ne? Hat er schon mal seine Fähigkeit ausprobiert. Könnten wir ja auch mal machen. Also, da unten steht auch eine 4 bei das nach oben drücken. Schilde bereits voll, okay. So, ich gehe jetzt dahinter. Ich hoffe, die kommen jetzt einfach mal mit. So, Waffe weggepackt. Ah, wenn ich direkt drauf ziele, kann ich es direkt wieder so abbrechen, okay. Ach, guck mal, wie schön. Oh, das ist hübsch, das gefällt mir. Atmosphärisch muss man jetzt gucken. Klar, sind jetzt nur 60 Spieler, ne, keine 100. Jetzt die Frage, wie groß ist jetzt die Map an sich, ne? Also auf der Karte sehen wir es zwar, aber wie ist es von der Spielbarkeit, ne? Wie lange braucht man, um die ersten Spieler zu sehen? Wo sind die Hotspots vor allem? War da hinten was? Ich bin mir nicht sicher. Es ist halt sehr ruhig noch. Sehr ruhig. Wow, perfekt.
liegt hier überall so eine Kiste, ne? Was haben wir hier? Macht er die direkt an Lauf dran? Aha. Aha, da können wir dann... Okay. Ja, mit dem Menü muss man erst klarkommen, ne? Ich gehe mal kurz hier in den Baum rein. So, dann schauen wir uns nämlich mal hier das Ganze kurz an. Da sehen wir auch nochmal die Helmslots und alles. I need energy ammo. Oben können wir das Quad nochmal anschauen. Alles gut? So, wo sind jetzt meine Leute eigentlich? Ach, da drüben. Die sind schon auf dem Weg. Gut. Ich komme ja schon. Habt man nicht den ganzen Spaß ohne mich, Freunde. Noch keine Spieler gesehen, ne? Aber man hört Schüsse. So, Ring schließt sich. Das ist ja natürlich jetzt die Frage, wie lange braucht denn der Ring, um sich zu schließen? Wie viel Zeit hat man hier? Da läuft hier einfach so rein. Hey, hey. Mach mal schön langsam hier mit die Pferde. Also ich habe auf jeden Fall den Artillerieschlag. Den ich ja schon mal sehr nice finde, wenn jetzt der Ring recht klein ist, kann man damit bestimmt gut rocken. Ich finde, atmosphärisch könnte noch ein bisschen mehr Sound rüberkommen. Das ist mir noch ein bisschen umweltbedingt. Ein bisschen noch zu ruhig. Also da können die Entwickler ruhig noch mal so ein bisschen mehr Stimmung reinbringen. Kann es aber auch sein, wo ich jetzt die Anlage ein bisschen leiser gemacht habe, ist ja schon spät in der Nacht hier bei mir, Freunde. Von wo? Er hat keinen Ping gemacht. Schäm dich. Oder hat er bloß die Waffe getestet? Nee, ich glaube, der rennt da hinten hin. Ich mach mal da hinten irgendwas. Einfach mal. Warte mal, die machen wir jetzt auf Abbrechen. Roger. Nee. Ich wollte das auf Abbrechen machen. Ach, guck mal. Die hat diese Fähigkeit gemacht. Hat sie jetzt alles genommen? Oh, da ist jetzt nicht diese Rüstung dabei, die wir gerade im Trainingslevel hatten. Schade. So, ihr zwei, wo wollen wir hin? Würde natürlich mehr Sinn machen, wenn wir uns verstehen könnten, ne? Haben wir sowas wie einen Greifhaken eigentlich? Ich mache jetzt mal meine Fähigkeiten so. Okay, das war der Nebel. Gut. Haben wir das auch getestet? Achso, das war das Markieren. Okay. So, Fahrzeuge stehen zwar hier, sind aber nicht verwendbar. Oh, was machen die denn da Schönes? Rutschen? Ah! Okay. Man kann ja ganz schön tief rein hier in die Gebäude. Oh, also bei der Größe... Na, sag mal, mach mal die Tür auf. Mäuschen. Bei der Größe kann man doch fast mehr Spieler machen hier. Guck mal, wir sind dann die ganze Zeit alleine hier unterwegs. Aber klar, könntest du hier voll barrikadieren. Hier kommt doch kein Artillerieschlag rein. Also ihr könnt es auf jeden Fall eine Weile überleben. Apropos überleben. 7 verbleibende Squads, 21 Spieler. Okay, oben rechts steht es. Das wollte ich jetzt nur noch mal kurz nachschauen. Echt jetzt, wollt ihr jetzt echt da oben bleiben, Freunde? Das ist ein Angezockt-Test. Da wollte ich jetzt nichts mit Camping machen hier. Hm? Das war taktisch vielleicht nicht so blöd, aber trotzdem. Naja, dann nutzen wir mal die Zeit und gucken nochmal hier auf dem Radar. Oh, das geht aber schnell.
Das wird erstmal ein Spaß werden, hier die ganzen Gebiete anzuschauen. Hier sieht man ja schon die Sümpfe. Wasseraufbereitung. Also da ist viel auch mit Gebäuden. Von wo war das? Ob das zu clever ist, wenn die da oben beide stehen? Ich wage es zu bezweifeln. Na, wollen wir doch raus. Habt ihr doch keine Lust, hier drinnen zu kampieren? Ich halte mich hier ans Team. Also alleine brauche ich jetzt nicht hier. Also kommt. Aber so ein bisschen Gameplay, ein bisschen Gunplay, Freunde, würde ich jetzt schon gerne machen wollen. Ah, jetzt gehen sie raus, okay. Was ist das? Wow! Schild benutzen. Habe ich es jetzt verwendet? Ah. Gut. Von wo war der? Ah! Boah. Scheiße, ich sehe ihn aber auch nicht. Mit meinen Waffen habe ich so. Ah. Oh, oh, oh. Oh. Ich habe jetzt auch meinen Artillerieschlag gemacht. So, die sind drinnen. Ich versuch's mal weiter hier draußen noch. Da ist noch eine Rüstung. Ah. Zwickmühle. Ich glaube, der kommt gleich von hier oben. Oh, fuck. Shit, da habe ich zu viel gewollt. Ich versuche mal zu meinen Leuten zu flüchten. Wenn ich es schaffe, aber ich glaube nicht. Die schließen schon. Nee, 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 nee. Ah, da habe ich zu viel gewollt. Verdammte Axt. Verdammte Axt. So, jetzt könnte ich das Match verlassen. Ah, nee, die sind auch schon weg, oder was? Nee, jetzt kann man hier zugucken. Okay. Ja, die Einblendung sieht auf jeden Fall ganz gut aus. Aber, Freunde, damit geben wir jetzt nicht zufrieden. Wir müssen jetzt mal ganz kurz das Gunplay testen. Na, das war jetzt natürlich sehr defensiv. Haben uns zurückdrängen lassen. Und ich habe eins auf die Fresse gekriegt. Aber wir wollen es ja wesentlich mal ganz kurz das Schießen testen. Und was haben wir hier? Verbindungsserverfehler. Ja gut, das ist Gang und Gäbe. Tag des Releases. Das stört mich jetzt irgendwie überhaupt nicht. Wir machen mal direkt bereit. Ich mache mal jetzt eine ganz schnelle Runde. Einfach so, ohne jetzt auf das Team großartig zu achten. Und, ja, dann werden wir einfach mal schnell eine Waffe nehmen, mal ein bisschen rumsprinten, vielleicht nochmal ganz kurz die Map anschauen und, einfach alles killen, was, nicht bei drei auf den Bäumen ist. Ob das alleine Sinn macht oder nicht, das werden wir gleich sehen. Aber einfach nur mal just for fun jetzt ausprobieren. Ich kann ja die Heilerin nehmen, dann kann ich mich ja kurz selber heilen immer. Wenn man schon alleine unterwegs ist. Ja, die Frage ist, wird es irgendwann mal die Option dann geben, ne? Jetzt ist klar, jetzt, die wollen ja gezielt darauf gehen, dass man als Team unterwegs ist, Taktik macht. Das ist auch wirklich sehr lobenswert. Komm schon, gib mir die Olle. Gib mir die Olle, gib mir die Olle. Ja, habt ihr gut gemacht, sehr schön gewählt. So, jetzt nehme ich die hier. Und dann passt das. Die Frage ist ja trotzdem, ob sie irgendwann mal trotzdem die Funktion machen, dass man auch alleine losziehen kann, ne? Dann halt, was weiß ich, ohne Heldenfähigkeit zum Beispiel, könnte man ja auch machen. Also nochmal so eine leichte abgeschwächte Version. Aber erstmal ruhig mit denen hier vorangehen,
was sie zu bieten haben, was so ihre Interpretation in ein Royal-Spiel ist. Ich glaube, es ist auch nicht leicht, ne? Also wenn man den Trend folgen möchte von Royal-Spielen. Ich bin wieder Jumpmaster. Naja, dann kommt mal mit. Wir springen mal direkt hier unten raus. Das sieht doch schön aus. Kommt mal mit. Das ist doch schon ganz hübsch hier. So. Ey, warum haben die mir jetzt die ganzen Helme geklaut, sag mal? Kann ja wohl nicht wahr sein. Oh, der wird schon geschossen, ne? Guten Tag. Wie, bist du fein? Mach keinen Scheiß. Nervöser Finger, oder was? So, gucken wir mal direkt darüber. Ach, guck mal hier. Ja, genau darum bin ich doch hier. Einfach mal nochmal andere Sachen sehen. Wir müssen die Zeit nutzen hier. Halbe Stunde ist, glaube ich, schon rum, oder? Ach, ärgerlich. Oh, da geht's los. Da drüben. Oh, aua, aua. So. Scheiße. Ich mit meiner Pistole. Uah. Das ist auch noch so eine mistige Konsole. Eine mistige Pistole. Kann ich hier reinspringen? Nein. Das war taktisch nicht gut. Aber wenn er mich nicht sieht und meine Freunde mich sehen, vielleicht helfen die mir noch. Guck mal, die da drüben haben sich auch wieder belebt. Scheiße, der Wasserfall. Ja, ja, der Wasserfall. Okay, Freunde. Oh mein Gott. Ja, so schnell kann es in die Hose gehen, das Ganze. Wir denken jetzt uns einfach mal, dass das schön war. Und wir denken uns das jetzt einfach mal, dass es besser wird, wenn der Vogelmann mit dabei ist und wenn man hier als Team agiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bestimmt nochmal in einem zweiten Angezockt-Testvideo. Ich werde mich ein bisschen warm spielen, wie gesagt, das Ganze jetzt blind gewesen, ohne vorher irgendwie mal in Berührung gekommen gewesen zu sein. Und ich weiß schon nicht mehr, was ich sagen soll, weil es ist super spät. Also Freunde, ich sage Dankeschön fürs Reinschalten, Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen auf meinem Kanal und denkt dran, einfach in die Kommentare reinhauen, was ihr von dem Spiel haltet. Bewertet jetzt nicht das Gameplay, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber sprechen. Das war harmlos ausgedrückt, nicht das Gelbe vom Ei. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu diesem Spiel. Und natürlich auch, die Woche kommt noch Vigor. Vigor, PUBG müsste, glaube ich, auch noch kommen. Und Anthem, nee, Anthem ist vorbei. Anthem ist vorbei, Anthem war vorbei. Ja, schreibt einfach mal rein. Bis dahin. Ciao, euer Sanity.